Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Elchring. Hier seht ihr den mächtigen Elchlord, wie er eine Leiter hochklettert mit seinem stattlichen Zinke und seinem vertrauenserweckenden Kinn. Wird er euch beschützen in dieser düsteren, finsteren Welt? Und wir peitschen uns jetzt hier durch die Schattenburg. Vorne sollen ganz viele Gegner sein, zumindest sagt es diese Nachricht am Boden. What will be, ah, hallo. Kann ich mich an den Rand schleichen und dem in seinen Rücken hauen? Nein, es hat nicht geklappt. Hier wird nicht gezaubert. Es ist ein Stärke-Run. Ja? Hier wird gekämpft oder gestorben. Objekt voraus. Na dann, zeig mal her. Hier. What will be, okay, sera, sera. Sag ich mal. Da. Object. Handbuch des Parfümeurs. Preiset schlanke Person. Was ist denn da unten? Guck mal, da unten liegt was. Wie komme ich denn da hin? I don't know. Aber ich werde es herausfinden. Bin ich nicht einmal um die Burg rumgeritten, außenrum? Sera, sera, what will be, soll ich hier runterjumpen? Und als ich auch wanderte im finsteren Pfad oder so. Auf. Gut, da könnte ich da langlaufen eigentlich. Ja, tick, 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 tick. Das geht doch, da brauche ich mich jetzt hier nicht runterstürzen unbedingt. Ich kann nur mal so ein Dings hinmachen. Das ist genau hier. So, eins, gell? Nee, ein bisschen weiter. Ein bisschen näher dran. So, perfekt, oder? Da muss ich nochmal hin. Hoffentlich vergesse ich es nicht. Wenn ich es vergesse, das wird nichts Besonderes sein. Oben ist nichts mehr, oder? Hier sind schon noch ein paar Türmchen. Da gibt es schon noch einiges zu erkunden. So, runter hier. Ich muss nochmal ganz kurz mich rehydrieren. Ja, hat sie gemundet. Köstlich. So, so, so. Oh, das ist doch eine ganze Herde da drüben. Da ist nur der eine, der Stress will. Warum fuchtelt denn der da rum? Yo! Haha, kommst nicht bis hier rein mit dem coolen Zauber. Scheiß auf dich, Alter, ich kill dich einfach so. Gut, im Nahkampf wäre er schon draufgegangen. Wahrscheinlich ist er mir im Fernkampf sogar gefährlicher werden als. Was soll denn das jetzt hier?
diese reinfolgende Rüstung an. Tritt für mich durch. Erreckt es einfach. Reingehauen. Tschüss. Sackgesicht. Ah, hier unten war das Biest, oder? War das hier, wo ich gegen das Biest gekämpft habe? Sieht so aus, gell? Ich glaube. Was, Hund? Ich hab doch sogar geblockt. Das ist voll elend, wenn man so blockt und den nicht anvisiert hat, dass er dann. Ja, weiß ich nicht, dann ist es, als gäbe es überhaupt nicht so schön. So an dem Spiel. Wenn man was findet, wenn es dann so Dreck ist, so schwere Bestienknochen oder so. Wenn man wenigstens immer so ein Body finden würde, aber nee, wenn jetzt. Ich finde es halt immer echt kacke, wenn man was findet, was man schon längst hat, also was man einfach so ernten kann. Weil schwere Bestienknochen, die kann man ja auch einfach so farmen, theoretisch von den Monstern. Wenn man sowas dann findet und es so. Weiß auch nicht, was soll das? Leg mir doch ein Boli hin. Irgendwas Cooles. Oder so ein Trankding. Also es gibt ja da ganz viele Bolis. Ihr könnt die überall so ein Boli hinlegen, statt so einen Scheiß, den ich theoretisch farmen könnte. Hier ist doch 100 Pro der Hinterhalt. Ich glaube nicht, dass ich hier sicher bin. Ah, Vorsicht vor links. Jetzt, da. Da ist er. Was machen die extra so? Dass man hier verprügelt wird in den Ecken. Ist schon ein gemeines Spiel teilweise. Zeit für dieses Kopf. Kann ich hier mal mit dem Kopf reden? Meinen die diese komischen Köpfe? Okay, hello was, nett. Oh, muss ich jetzt echt? Thank you. Ich muss echt verunständlich. Entschuldigung. Apologies. You're beautiful. Die sind so seltsam, die Köpfe. Irgendwann muss es doch mal funktionieren. Ach nee. Nein. Jetzt überlege ich gerade, muss ich mit den normalen Geistern da reden, die immer mir was erzählen? Beautiful. Wie zart er es gesagt hat. Oh, hier ist es voll mies mit diesen ganzen Statuen da. Ich wollte sagen, man erkennt überhaupt nicht, wer Feind ist. Tja, wenn du zuckst, verlierst du meinen Freund. Scheiße. Drecksköte. Ah, wer hasst noch alles die Drecksköte? Also ich bin dagegen. Ich hasse sie. Also ich bin dafür. Auf jeden Fall. Count me in. Ich hasse die Köte. Die machen nicht viel Schaden. Außer manchmal. Vor dem Schneegebiet haben die schon viel Schaden gemacht. Boah, ich bin super nervig. Richtig. Töler. Leiter voraus. Ach so, hier ist ein Aufzug. Hier voraus ist einst eine Leiter. Sind hier direkt alle versteinert?
heute gesungen und getanzt. Jetzt will ich irgendwie Fable spielen. Das ist eine Abkürzungsleiter. Jo. Ah, okay, ich weiß, wo sie ist. Sehr gut, sehr gut. Und was war eigentlich mit der Albinauric Woman? Weil hier sehen die immer so normal aus, nur dass die irgendwie größer sind. Gut, sind jetzt als Statuen, aber die Leute, die ich effektiv hier getroffen habe, die sehen alle voll gammelig aus. Außer die Patches und die paar Typen. Ja gut, so ein paar normale gibt's schon, stimmt. Aber viele sehen echt elend aus. Oh, ich habe irgendwie Angst, dass der nach unten geht. Ich will nicht mehr runter. Oh, jawohl. Erstens, gib mich auf. Rumpf. Ach, guck mal hier. Oh, you again. Wer ist denn das nochmal? A shame you had to see me like this. Oh, I had a bit of a slip up, that's all. This is Petrus. I should have stuck to what I know best. No matter. I know I can trust you. Gullible, yes, but a good soul. Make certain that Tanith gets this. Oh, it's nothing. It's just makes me sick to see her all bent out of shape. Come on, Tanith, back on your high horse where you belong. Scheiße, Tanith ist You're able Alter. Then? Then I can rest easy, my friend. Okay, ich glaube, er ist verreckt. Aber Patches hat Haare gehabt, oder? Soll ich mal gucken, ob er. Oh nein. Oh, es war echt Patches. Ah, sorry, Patches. Es tut mir jetzt leid. Jetzt wissen wir wenigstens, also ich musste gucken, ob du es wirklich bist. Ich hab gedacht, du wärst tot gewesen, du Trottel. Stell dich niemals vor den Elchlord und sag, du bist tot. Ja, was soll's. Außerdem hätte ich auch mal mehr als einen Schlag aushalten können. Naja, Busy tut dir mit leid, oder? Machen. Wo gehobelt wird, fallen Späne, gell? Jetzt ist die Frage, welche Waffe benutzen wir, um gegen den Bossen zu kämpfen? Wie einfach aufgekratzt ist. Und war ich schon immer ein Glatzkopf oder hat er sonst einen Hut aufgehabt? Zu gut, ey. Gut. Ich glaube, ich gebe meinem Bro die Waffe hier. Und ich nehme dann die Hellebarde. Gucken wir mal, was der Bossen drauf hat. Elende von den Dornen. Nee, Elemer steht da. Ah, ist Elend. Die Dornen. Jetzt. Er ist vorhin schon aufgefallen. Was ist mit dem Haus? Das Vulkanhaus. Das hat mich an Game of Thrones erinnert. Beziehungsweise Song of Ice and Fire. Und jetzt heißt es auch noch von den Dorne gibt es auch. Henkerschwert des Mache, ey. Elende von den Dorn. Dornengroßschild. Ja, Haus Marei, haben die ja gesagt. Er hat nur einen schönen Saal hier. Er hat sich hier versteckt oder was? Er sah auch nicht ganz so räudig aus. Ach, das mit Patches tut mir ganz böse leid, ey. Ein kleines Wing. Der Stimme habe ich gedacht, das ist doch Patches, oder? Aber Tanith ist nicht da und ich kann ihr die komischen Kastanierten eh nicht geben. Ich muss trotzdem lachen. Es war so elend. Hallo, liebst du noch? Okay, jetzt nicht mehr.
Jetzt kann ich eigentlich doch da runter hüpfen. Hä, hier draußen war doch auch ein Dings. Ich habe jetzt hier gerastet und die Gnade entdeckt. Jetzt müsste hier doch eigentlich noch eine Gnade sein. Ach, die sind so ganz ineinander. Halle des Kastellans. Ich gehe jetzt nämlich hier raus und versuche da runter zu hüpfen. Jetzt sind halt die Gegner, ist wieder da. Ich wollte gerade sagen, cool wäre, wenn die dann weg wären, wenn wir sie alle niedergemacht hat. Aber nee, das wäre irgendwie gar nicht so cool. Obwohl ich glaube, ich verreck einfach, wenn ich hier runterspringe. Ich glaube irgendwie nicht, dass ich das überhaupt nicht stirb. Zaubert. Hab ich das schon gesagt? Ja, ich glaube, wenn ich hier runter hüpfe, sterbe ich. Vorher hier an der Ecke vielleicht. Upsi. Ja, ich hab's überlebt. Sternlichtsplitter. Warum kann ich hier wieder... Ich wollte gerade irgendwie sagen, hier draußen kann ich auch wieder rauchen. Ja, rauchen könnte ich hier auch. Aber vor allem kann ich hier reiten. Das ist so ähnlich. War hier hinten in der Ecke, richtig? Komischen Friedhof. Ich glaube irgendwie nicht. Boah, ich wollte gerade sagen, hier sieht es aus nach einem Riesengegner. Da läuft einer rum, der Stress will. Hallo. Okay. Der Arme, ey. Kein Wunder, der hat nur einen Ameisenstachel dabei gehabt. Was ist das Einzige? Was für ein Schwächling. Gestorben auf dem Kriegsfeld hier. Das ist echt verwirrend mit den ganzen Statuen hier. Gut umschauen, ja. Gut umschauen. Ich sehe mir hier auch nichts durch die ganzen Dinge. Da liegt was. Materialien sammeln. Was gibt's hier? Ach, Altusblüte. Also für einen Schmiedestein 5 lohnt sich hier nicht. Gute Ameisenstachel-Dingsi. Ist ganz witzig, zumindest vom Namen her. Ich glaube nicht, dass es eine Waffe für mich werden wird.
aber ist okay, ist okay. Hey, was ist denn? Meine Runen? Wo hab ich denn, wo bin ich denn abgekratzt? Verdammt. Bin ich in der Burg abgekratzt? Ich bin nicht mal kurz hier hin. Ich hab mich schon gewundert, warum ich. Aber ich hatte auch, glaube ich, noch mal viele Runen. Ich habe ja vorher die Dinners gekauft. Warum hab ich denn Runen verloren das letzte Mal? Eindeutiges Runenzeichen da oben. Ich kann jetzt aber nicht die ganze Zeit Ost-Süd gehen. Ich beam mich mal hier hin. Und jetzt beam ich mich mal so langsam schrittweise runter. Gut, ich weiß nicht. Von hier ist es auch noch da. Im Südosten. Das ist jetzt ziemlich weit im Südosten. Ich gehe mal hier hin, damit ich so eingrenzen kann, wo meine Runen eventuell liegen. Immer noch Südosten. Oder ist es Ost-Süden? Was ist das? Hä, wo zur Hölle sollen denn meine Runen liegen? Hier unten in Kenneth oder was? Heilet. Aus Süden. Jetzt ist es nur noch Süden. Ach ja. Geil. Ach so. Ach ja, bei dem Blödmann da. Ja, na toll. Ja, ich hab... In der stummen Folge habt ihr gesehen, wie ich versucht habe, hier runterzuspringen. Und da war ich bei dem Blödmann hier. Und der ist voll stark. Der soll mich in Ruhe lassen. Aber irgendwie will ich ihn jetzt doch killen. Festung Fahrort. Kann ich irgendwo meinen Scheiß ausgeben? Ich gehe mal zu dem Händler und guck mal, ob ich mein Zeug da ausgeben kann. Fand ich wieder runterfall, weil da ist echt hässlich dahin zu krabbeln. Ist er hier irgendwo? Da vorne ist er doch, der Händler. Der Händler. Hier ist so eklige Musik in Kaelit. Ah, how nice, civilies. Hast du gut Shit für mich? Pfeile kann ich immer gebrauchen. Brandpfeile sind echt schlecht. Du hast ja nur Scheiß, Bro. Giftknochenwurfpfeil. Na ja, komm, dann kaufe ich wieder. Ja, ja. Kauf mal Schmiedesteine. Aber ich kann Patches seine Perle abgeben. Sorry nochmal, Patches. Wenn du das hier siehst, dann tut's mir echt leid. Das war... Patches, mein Freund. Es tut mir so leid. Ach, hier sind... Okay, die zwei hier sind die von den Leuten, die ich umgebracht habe. Patches, was hast du eigentlich im Angebot? Panzerbrecher, Parierdolch. Ach, der kann Parade. Boah, der wiegt nur 1,5. Die Dolche sind echt super leicht. Patches hat 10 Großpfeile. Ja gut, es hat sich nicht gelohnt, ihn zu killen, muss ich sagen.
Weil er hat eh nur Scheiß. Und die guten Sachen habe ich schon gekauft. Ich wollte die auch gar nicht. Aber ich bin sowieso durch jetzt, also könnte ich theoretisch jeden killen. Iggy. Ich habe keine Schmiedesteine plus eins, na dann. Krass. Ich hätte gar keine Waffen mehr auf plus eins machen können. Ein bisschen Geld kann ich noch ausgeben. Ach komm, kauf einfach Einsel. Fertig. So. Okay, in der nächsten Folge werden wir dann mal versuchen, uns mit dem komischen Hansel da nochmal anzulegen. Weil es fuchst mich bis sie, dass er überlebt hat. Dass ich den nicht klein gekriegt habe, das nervt mich. Also, der hat halt echt auch voll den miesen Zauber gehabt. Und einmal hat er mich einfach hier runtergeschmissen. Der war echt richtig unkorrekt zu mir. Warte mal, wir gehen mal kurz hier hin. Ich will nämlich wissen, ob das der richtige Punkt ist. Nur es könnte sein, dass wir da diverse Male ins Loch fallen. Deshalb will ich hier einen kleinen Cut machen. Reiten mal schnell hin. Oh, jetzt juckt mein Näschen. Ich glaube, ich muss niesen. Ja, ich musste tatsächlich niesen. Ich glaube, ihr habt es nicht gehört. Ich müsste schnell genug noch gemutet haben. Aber es kann sein, dass gleich noch einer kommt. So. Und zwar hier. Den ersten Sprung, den haben wir geübt. Seltsamerweise verliert man hier gleich Leben, wenn ich hier vorne laufe. Ich habe kein Leben für... Komisch. Sonst habe ich immer dann... Entweder habe ich direkt die Leben beim Sprung verloren oder wenn ich vorgelaufen bin. Okay, aber falls wir jetzt 10 bis 80 Mal draufgehen, machen wir das in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.